Huhu! Hallöchen! Hoppala! Da sind wir wieder! Entschuldigung. Herzlich willkommen, Leute! Achso, okay, dann ja, herzlich willkommen! Hier am Wasserfall mit Flokis Haus. Was? Ich bin am Wasserfall, damit ich keine Tiere mitnehme, aber solange ich das Go nicht vom Weide bekomme. Ja, kannst kommen. Ich hab ein. Zu spät! Hier, warte, ich hab. Schnell! Ich hab was verkackt. Ich hab einen Skorpion in Schleppdown. So, alles hat Magi hinter dir. Ja, wo ist denn das Skorpion? Ach, da! Ich bin da. Verschiedene Worte. Hier, ich läuf mir durch die Füße. Hier. Komm mal. Kommst mit. Also, wenn du so langsam bist. Hier, die Richtung. Okay, du bist da. Ja. Sehr gut. Dann los geht's. Alpha Rex. Hier noch ein Skorpion. Nehme ich auch mal mit. Alter, 982 Schaden. Ja, ist so gut. Hätten wir auch noch einen Skorpion sitzen. Ja, 110 Sekunden habe ich noch. Boost. Bleib doch. Ja. Weiß ich nochmal. Ja, 1253. Wo ist er denn? Ich auch. Oh. 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 Nee, alles gut. Ach ja, also immer noch ein Zeitablaufen am Ring. Ja. Und eine Schadenzahl ist auch noch. Der Dino fühlt sich voller Energie. Ja. Du musst das sein. Ist zu. Ist das nochmal stecken oder so? Nee, es geht, würde noch höher gehen. Wir sind erst bei 78%. Also jetzt wieder fallend. Er ist eh schon weg. Ach so. Ja, nett. Der Testlauf ist doch mal ganz gut gelaufen. ja, mit dem Boost und dem Boost nochmal oben drauf. Wenn du beißt, 1253 Schaden, ist natürlich schon mal eine noble Geschichte, muss ich sagen. Ey. Ich hab den falschen Yuki dabei gehabt. Na, ist ja egal, zum Aus. Zum Ausprobieren reicht's ja. Natürlich, ich wollte es auch nur mal sicher gehen, nichts, was schief läuft, ne? Ja, ich gucke jetzt nicht da, 42 verfügbarer Level, ich denke. Der Lichtiger liegt ja am Fußboden hier. Immer gut ein. Ja, Lichtiger liegt hier. Hast die falsche Taste zu oft gedruckt. Das darf doch nicht wahr sein. Also, der hat wahrscheinlich ein einfaches gekillt. Wahrscheinlich. Dann dürfte der auch ein paar Level gestiegen sein. Drei Level gab's nochmal immerhin. Mach ich doch glatt nochmal 2 auf Leben, da habe ich nämlich 20.000 und 637 Nahkampfschaden. Das lohnt sich doch mal ordentlich. Und Leben hat er verloren, so gut wie gar nichts. Aber ich muss sagen, beim Jutti hat er ordentlich Schaden gemacht, ne? 104 habe ich gesehen. Ja. Der hat auch einen besseren Sattel, glaube ich. Einen vernünftigen Sattel, das ist für mich wirklich, was der kann. Den Knöll ist mein Wirren wieder. Sehr gut, Alpha Rex mal eben beseitigt. Ja. Ich sehe gerade, der Zehmkäfig ist weg. Ja, ich habe mal ein bisschen Platz gemacht. Ja. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir haben ja auch eine Stunde dabei. Ja. Bist du manchmal auf der Suche noch mal nach dem Argentavis? Nach der Skype zurück. Da habe ich gesehen, der Zehmkäfig ist weg. Wäre interessant geworden, wenn ich einen gefunden hätte. Ja, das stimmt wohl. Bin schon froh, dass ich einen richtigen Duty gechippt habe, wenigstens. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem 10 Kugel? Der ist weg. Nee, der Wigan Dingsda-Bungsda. Achso, ja. Achso, da war doch was, ne? Stimmt. Kein 10 Käfig. Da war doch irgendwas. Das ist ja kein Käfig, wir haben da nur ein paar Fellen aufgestellt. Dann zeig mal her. Ja. Einfach hin teleportieren. Moment mal. Eigene Internetadresse, ich habe gesagt. Ja, genau. Ach, eigene Internetadresse, das ist auch cool. Eigene IP-Adresse. Brauchen wir mal Knöller? Also,
bin schon mal mit dem Weide mitgereist. Oh, hier sind Pflanzen. Eine ganze Menge. Pflanzen? Sekunde. Ja, komm mal her. Komm mal zu uns. Wo ist denn hier? Ganz unten. Das ist so weit, Weihwattfalle heißt. Die Spezies X-Pflanze. Zielerfassung, nur wilde Kreaturen. Und dann ja, zeig mal, wie das so geht. Oh. Man greife sich eine Weibern. Genau, hier sehe ich schon eine. Das gucke ich mir jetzt aber mal an, du. Das wird nicht lange dauern. Och, ganz in Ruhe hier, was die Jungs da machen. Ja. Och, jetzt ist sie weggeflogen. Noch ein paar. Nachts sieht es noch besser aus, muss ich sagen. Ja, die verpult uns so gleich ein hier. Alter. Alter. Oh, das war jetzt so eine kleine Einschaltung, ne? Das war nur 20er, ja. Nur da. Und nachts ist die Beleuchtung besser, oder was? Nee, die leuchten die Schüsse, die die Pflanzen abgeben. Ah, dann müssen wir es in der Nacht uns nochmal angucken, würde ich sagen. Aber hol noch mal eine. Ja. Kostet ja jetzt nichts. Ja, komm her. Musstest du Eintritt bezahlen? Nee, war bis jetzt war umsonst. Vielleicht finde ich auch noch die Überreste von meiner guten Artemis. Attackieren die alle wilden Tiere, oder? Ja, okay. Kann man einstellen, also auch auf Spieler und so wie halt, ne, für PvP. Was ist einer? Er kommt mit rein. Alter. Oh, drei. Ja. Dann du. Und wenn die Nähe genau genug dran sind, dann schießen die ja hinten auch schon. Also, wenn man die zwischen die Pflanzenbeete zieht, dann wäre es sogar. Ja, ja, ich hör's gerade. Das war unsere erste Reihe, da hab ich gedacht, warum eigentlich nicht noch näher dran bauen. Ja. Nicht schlecht. Und schon. Und über die Bewässerung müssen wir uns hier dank Dauerregen auch keine Sorgen machen. Ja, das stimmt wohl. Klar, wenn du da im Bedrängnis bist. So, sorry, ich wollte. Komm ich gerade hier mit meiner Kettensäge um die Ecke? Ja, Entschuldigung, ich hol dir noch ein paar, okay. Aber ich hab jetzt auch 300. Ja, die Feuerkralle nehme ich ja mal mit hier und die Steinpfeiler und die Narkobären. Ja. Dann würde ich sagen, hol es nochmal eine und wir gucken uns das Ganze nochmal im Dunkeln an. Erste Reihe Platz hier. Das sind mindestens. Oh oh. Die lebt ja noch. Oho. Oh. Naja, oh, zu Fuß hast du keine Chance. Nee. Warum kennst du denn auch zu Fuß? Ich weiß es nicht genau. Erste Reihe Blickfeld, hallo? Ach so. Ah. Mhm. Sieht schon ganz cool aus, wenn du drin rumläufst und 7 Wübern über die sind und die Dinger schießen. Ja. Hörst du das Geräusch? So, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns, wenn es dunkel ist. Ja. Ne? Dann gucken wir uns das Ganze im Dunkeln nochmal an. Soll ja besser aussehen, hab ich gehört. Bis gleich. Die Dunkelheit muss warten. Die Dunkelheit muss warten. Wir wollen nochmal. Ah ja. Ein Nest ist hier, ja, aber kein Ei. Da nicht, da ist auch bis runter ganz nach. Vielleicht wegen der Beete. Ich bin dran bei dir, auf jeden Fall. Zum Beispiel ist eins direkt vor mir. Oh ja. Das gönne ich mir. 95. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh verdammt. Jetzt, ja, war's das auch. Mein Vogel müsste bitte weg. Ja, ich hol ihn. Bin sowieso gerade in der Base. Das Ei ist noch da, Floki, bitte. Ja, Moment. Wie ist dein Vogel noch gleich? A Greenhorn. Okay. Greenhorn, ja, stimmt. Ja. Lass auch nicht ab von deinem Vieh. Naja. Naja, hat aber gar nicht so viel verloren. 6-3 von 8-1 hat er noch. Hat sich irgendwie auch ein bisschen gehakt, das Ganze gerade ein bisschen.
Ja, links, andere Richtung. Floki. Ah, ja, sehr gut. Du brauchst nicht mal gleich einen Navi, der kann nicht fliegen. Ja, egal, wo du lieber wo. Aua. Du bist verletzt. Wow. Ja, das Gift ist echt mies, sag ich dir. Ja. Das hat mich auch das zweite Mal jetzt aus der Hose gehoben. Alter, wie viel. Aber immerhin macht kaum Schaden an der Rüstung. Das ist gut, das weiß ich nicht. Alter, das steckt schon wieder ganz schön ein, Radi. 150, das war jetzt auch nicht ganz ohne. Okay, ich habe. Wie Leben habe ich noch? Ja, jetzt schon wieder 30. Ah, guck mal. Ja, mein Vogel ist gleich wieder aufgeheilt. Ich komme jetzt gleich wieder mit. Dank Dr. Eber bin ich geheilt. Danke. Dr. Eber. Dr. Eber. Neuer Versuch. Der Gute. Es gibt Biber. Ne, die sind echt. Die mag ich mag nicht. Den, ich mag den Berg hier aber nicht. Insgesamt. Fluffy, willst du in deinem Zustand da rein? Ja. Ja, du solltest aufpassen. Du hast noch ein Schultertier, ne? Das ist ruckzuck weg, wenn du stirbst. Ja. Da ist nichts mehr viel mit zurückholen. Er hat natürlich das Licht mitgenommen. Genau. Achso. Warum auch immer. Ich brenne schon wieder. Die wollen nicht so wirklich. Das ist das Problem, so viel wieder rausgezogen haben, jetzt schon mittlerweile. Und die wieder immer noch drin sind. Ja, gut, die spawnen wie gesagt zu schnell nach. Hast du das Ei schon geholt? Nein, das überlasse ich dir. Bestimmt auch witzig, wenn dann 10 Weaver an dir dran sind. Ja, das kriegst du nicht lange, nicht allzu lange was vor. So, ich komm nochmal mit. Ich will das. Oh, da ist schon wieder einer. Schneller mal wieder auffüttern, hier ist ja ganz schön. Ja, ich bin wieder da. Wir brauchen deine Motorsäge. Die waren stapeln sich hier schon. Die nächste. Ja, ich musste leider wieder raus. Ich bin in der Feuer und Wübern hängen geblieben und der Blitz hat ja auch dazu gesellt. Ich wollte doch nur das kleine Ei da hinten rausholen, Mensch. Das 95er. Besser als nix. Jetzt hängt die alte hier immer noch. Boah, jetzt wird der. Motorsäge unterwegs. Es kommt noch einer, Vorsicht. Ja. Und ein gutes Gefühl waren hier. So, ich dachte von hier hinterher. Ja, ich bin dran. Etwas kürzerer Weg. Natürlich auch mit einem. Hier zum Beispiel. Zwei Wiebern, aber auch zwei. Was ist los? Aua! Ah. Hit, ey! Na, da bist du ja. Komm her. Vorsicht! Wir wüvern im Landanflug. Gibt's da nicht. Ich will doch nur dieses Ei, eine Ei da unten rausholen, ey. Wüvern fahren leicht gemacht. Ja, fürs Farm von den Krallen und so ist natürlich sehr easy. Anfänger. Links hat's welche, Esther, da ist auch ein Ei. Wo denn, wo denn? Wo ist denn unten links? Ist das gerade da? Ich bin das. Ja, hier, da, vor mir. Direkt vor mir. Bei Esther, in dem Vordergrund dürfte auch noch ein Ei sein. Stimmt, hast du recht. Das sind aber auch zwei von den guten. Ja, noch sind die chillig. Ich flieg mal vorbei, lock sie raus. Fliegen sie hinterher. Nee. Und dann komme ich mal zum Ei. Dann flieg ich schon mal raus, wieder schnell. Brauchen wir so lange, bis ich hier den Ausgang finde. Das ist wahr. Wo ich da mal drin war, da habe ich auch erstmal den richtigen Ausgang nicht gefunden. Man findet schon Ausgänge, ne? So meistens ist es nicht der, den man gerne hätte. Das will ich gar nicht mitnehmen. Boah, die direkt mit Blitz, die werden noch nicht wartet. Eine? Das war.
Das ist nur ein 55er, also tief werde ich nicht sinken. Ich kann noch 100 abziehen. Ich hab nochmal zwei im Schlepptau. Ja, ich komme auch. Das Schlimme ist, es war die falsche Richtung. Wow. Oh, mein Vogel ist nur noch Half-Life gleich. Ja, meiner. Krass. Hinter Half-Life schon. Oh, meiner auch. Die Blitzweaver macht mich fertig. Nee. Aber ich habe fast den Eindruck, es wird etwas weniger. Ja, es wäre auch mal schön, wenn wir unter 20 werden. Schön, krass. Wie sieht's denn aus? Ist Marie? Geht's noch? Oder? Ich hab's ja wohl abgehängt. Okay. Aber ich kann erstmal nicht mehr rein, das war's für mich. Musste erst zum. Aber immer noch, da sehe ich schon 2, 3. Zum Heilen vier, fliegen. 5, 6, 7. Aber jetzt hat's wenig mal Eier hier. Also. Das stimmt wohl, da sind ja mal ein paar mehr drin, ja, ja. Wollen wir nochmal kurz in die Wagenstadt abtauchen? Oh, da ist ein Wichtig dran. Können wir mal gucken. Noch mal ein bisschen. Aus dem grünen Loot, den können wir noch mal mitnehmen, vielleicht. Hab ich jetzt völlig falsch in die Ecke raus. Wow! Ah, jetzt wird der Erdbeer gelesen. Tollen Beetbauplan. Na, hier gibt's schon mal ein bisschen was abzusahnen. Oh Junge, das sind Taschenkanonen gar nicht eine einsammeln, die hier anstehen. Ganz unten habe ich ja was zum Absahnen. Moment, ganz. Aber nicht. Jetzt bin ich bei mir rausgefallen. Oh nee, ist das noch so ein scheiß Greif hier bei mir? Können wir uns hier nicht natürlich werden. Das soll ich wohl auch tun müssen. Ich muss aber erstmal loswerden. Das habe ich nicht attackiert. Ah. Womit heilst du? Rechte Maustaste. Also einmal anklicken, dann macht das an, nochmal klicken. Ja, wo kann man sagen, für das Wende? Ja, ja. Bestanden. Ja, jetzt könnte schöner sein. Ein bisschen was abfangen. Wow! Drecksgreif, gerade abgestiegen, warst du mir in die Klötze. Ja. Schnell, 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 schnell. Ja, weg. Ah, da ein bisschen eng. Wer weiß, womit er deine Klötze verwechselt hat. Ja. Komm ich ja genau richtig rein hier zum Heilen. Ja, wir können eigentlich auf Dauer heilen stehen. Ja. Eine Boxenstopfe. Man Vogel jetzt auch nicht unbedingt überbeanspruchen. Ja, den bin ich auch nicht losgeworden. Ich habe mir dann ein paar Zentimeter Abstand holen können und habe mich dann wegteleportiert. Dann ist er beim ersten Angriff eh über mich weggeflogen und dann ging es, Gott sei Dank. Pass dich auf. Jetzt wird es auch langsam dunkel, kann man uns die Falle gleich mal anschauen, ne? Jo. Wenn ich sie jemals wiederfinde. Das wenn ich teleportieren. Ich würde sagen, das ist glaube ich, einfacher. Extra für dich haben wir da ja teleportiert. Ah, endlich ist der Greifweg 95, der Blödsack. Aber ja. So viel zum Thema Eier mal eben welche holen, ne? Wir haben keins bekommen. Ja. Ja. Da muss, glaube ich, wirklich zu viert wirklich rein und immer noch auf die rumhacken, auch wenn sie rauslocken kannst, weil sonst... Ja, also wie gesagt, ich hatte im vorderen Bereich der Höhle eben den Eindruck, da war es ein bisschen leerer. Aber die Eier, die ich jetzt gesehen habe, die waren jetzt auch nicht irgendwie, das war erst so 55, 85. Das höchste war 95, was ich gesehen habe unterwegs. Man würde ja auch erstmal als Blitz wie ein Ei, würde ich das auch mal nehmen. Um mal eine zu haben, aber... Ja, also 190er hatte ich noch rausgeholt.
Alter, ich brenne. Das liegt im Kühlschrank. Und jetzt bin ich ja da, dann kann ich es mir holen. So, dein Vogel dürfte wieder heile sein? Nee, noch nicht ganz. Ja? Jetzt. Ja. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt aber nochmal hin. So, mehr machen wir dich nochmal heile, aber es wird jetzt gerade durchgekommen. Ich brauche nicht mehr große Wurzeln. Richtig. Da draußen passiert ja nichts. Rein eine rausloggen kann ich ja. Mal schnell. Die Nacht dauert nicht so lange. Ich weiß, ich bin schon. Ich habe 20 Minuten geschickt. Weil mein armer Vogel hat noch. Ja, 3,6. Alles klar. Aber was ist denn hier? Friedhof der Wyvern oder was? Ja. Komm, dann locken wir nochmal eine raus hier. Ich knall natürlich auch alles ab. Auch wenn wir nicht dabei sind. Ne? Jetzt komme ich hier rein und sehe erstmal keine einzige. Unten rechts dürften wir mal, da hängen wir welche an der Wand. Dann rechts da. Ja, dann brennt es von den Putz. Danke fürs Licht. Oh. In der Tat. Immer noch einer kann der auch schon fliegen. Oh! Jo. Oh, was hab ich hier denn getan? Noch ein schlimmer Boss. Ich will doch nicht viel weniger haben. Oh. Und sind sie jetzt. Wie hast du denn das geschafft? Ja, ich war halt total am Ende. Ich selbst, mein Vogel auch. Also der Vogel könnte jetzt auch sterben. Nee, alles gut. Cool, hier ist ja keiner. Okay. Zu deiner Beruhigung, das war eine 190er Kippenreiber, die dich... Die hat Anlauf genommen und mich Volley von meinem Vogel getreten. Naja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück zur Base. Ja. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sammle mal, ob ich mal von der 90er. Nimm ich mal den Lichtjäger mit. Was für ein Stress. Ich sag's dir. So, der Knaller ist wieder da. Bisschen blutig, der Kleine. Ah, gut. Ah, zu Hause in meiner Base aufgewacht. Echte Dinge. Also gut, dann, ja, das kann ich nicht mal. Bist du schon raus? Nee, noch nicht. Ich bin noch dabei. Ach so, gut, dann. Danke fürs Zusehen und dann. So sieht's aus. Bis denn. Ciao.